Hi Leute, ich bin Oliver Sequenz und bei mir ist James Taylor für TaylorMade. Und ein großer Unterschied zwischen Tourspielern und Amateuren ist, Amateure müssen in den Golfladen. Bei Tourspielern kommt der Golfladen zu ihnen und das ist der Tourtruck. Wir haben heute was Besonderes für euch vor. Wir gehen behind the scenes in den Tourtruck und zeigen euch, wie es drin aussieht. Wahnsinn, dass wir hier drin sein dürfen, weil sonst kommen hier nur Tourspieler rein und natürlich eben die Menschen, die etwas davon verstehen, was man hier alles machen kann. Wir zeigen euch mal ein bisschen was. Werkstatt-Equipment, von dem ich nichts verstehe, wo auch wirklich nur die Profis ran sollten. Schubladen voll mit Schlägern. Ihr seht, alles ordentlich beschriftet. Hier sehen wir die Beschriftung Rory Wedges. Das sind Rory McIlroy's Exclusive Wedges mit seinem Namen drauf, die er auch zum Testen verwendet hat, als diese Schläger entwickelt wurden. Aber nicht nur Pro-Material ist da, nicht nur die Schläger von Rory McIlroy, sondern es gibt natürlich auch Material, das gerade so im Übergang ist zwischen Pro, Tour-Pros und Amateuren. Und da wollen wir euch mal auch etwas zeigen. Genau, da kommen wir zu den zwei Schlägern hier. Wir haben hier einmal das P750 Eisen, das ist der Tourschläger. Und zum anderen haben wir dann das P790 Eisen, was aussieht wie ein Tourschläger, aber für den normalen Amateur ist oder auch für den besseren Golfer. Der ist fehlerverzeihender dadurch, dass er diese Speedform-Technologie hat. Der ist in den Hohl, aber mit diesem Schaumstoff gefüllt. Das ist ein ganz einzigartiges Gefühl, kann ich nur empfehlen. Und dann wollen wir euch natürlich auch noch ein bisschen mit rumnehmen. Hier, ich übergebe den dir gerade mal, was es hier hinten dann noch alles gibt. Denn Tatsache, da haben auch die Top-Spieler ihr kleines Kästchen. Justin Rose, Jason Day zum Beispiel, Sergio Garcia, Rory, Dustin Johnson oder ja, Tatsache auch die Schlägerhaube von Tiger Woods. Ja, also hoffentlich greift er dann auch bald mal wieder zum Schläger. Sieht ja ganz gut aus bei ihm. Also schöne Eindrücke hier. Sehr spannend, was es hier alles gibt und was hier sicherlich passiert, wenn wir dann nicht dabei sein werden. Aber Hauptsache natürlich, die Jungs, die finden dann auf dem Platz oder haben dann auf dem Platz das richtige Equipment und das bekommen sie hier im Tourtruck.